Von 8. bis 10. Juni, also in rund 6 Wochen, findet im weststeirischen Biber wieder das wohl größte Laufevent der Region statt, nämlich der Lipizzaner Heimatlauf. Am letzten Sonntag hat in diesem Zusammenhang der erste Lauftreff stattgefunden, mit dem Ziel, die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren und sie für den Lipizzaner Heimatlauf fit zu machen. Naja, das große Ziel ist, dass wir möglichst viele Leute, viele Laufbegeisterte, viele Nordic Walker über die Strecken bringen. Es ist nicht mehr das Ziel, dass wir Bestzeiten laufen, dass die Schnellen, die bringen das eh um uns auch zusammen. Wir versuchen einfach von den kleinen Kindern bis zu den Pensionisten jeden über die 7 Kilometer Strecke zu bringen. Und beim Training ist man auch keineswegs auf sich alleine gestellt, denn ein ganzes Team von Trainern und Experten steht den Sportbegeisterten zur Seite. So zum Beispiel Andreas Uhl vom Gesundheitszentrum Rosenthal. Ja, wir wurden eingeladen als Kooperationspartner für den Lipizzaner Heimatlauf und haben uns entschlossen, auch eine Veranstaltung zu begleiten. Aber nicht nur die Erwachsenen sollen zu mehr Sport animiert werden, sondern vor allem auch die Jugendlichen. Und die liegen Fitnessexperte Walter Stückler besonders am Herzen. Ja, wir im Kinderfitness auch allgemein im Studio, was wir jetzt anbieten. Und die Jugendlichen ist die Basis. Also die müssen wir motivieren, sage ich, die, was schon länger und aktiv dabei sind. Die Jugendlichen müssen wir ins Boot holen, ob es im Laufen ist, ob es im Fitnessstudio ist, ob es in die Vereine ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sage, das ist die beste Beschäftigungstherapie, was es überhaupt gibt. Und auch den Nordic Walkern stehen eigene Trainer zur Verfügung. So zum Beispiel Hans-Peter Stangl, der nicht nur an den Sonntagen vor dem Lipizzaner Heimatlauf für seine Schützlinge da sein wird. Ich bin direkt immer beim Lipizzanerlauf dabei, betreue sozusagen die ganze Gruppe als sogenannter, meistens der Schlusswalker. Das heißt, und wenn da Leute sind, die Fragen haben oder speziell, tue ich auch sehr gerne ausbessern und sagen, ja, das oder das passt nicht, und die Leute sind immer wieder sehr dankbar. Tempo wird nicht vorgegeben, es soll jeder nach seiner Fähigkeit gehen, wie er von der Kondition her beschaffen ist. Es soll eine gemütliche Runde sein und es soll ein Event sein und nicht unbedingt, dass man davon läuft. Es soll gemütlich sein und für alle was bringen. Auch beim Lipizzaner Heimatlauf selbst steht also die Freude an der Bewegung und das Miteinander im Mittelpunkt und nicht unbedingt der Wettkampfgedanke. Und dennoch ist es natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man für das Event selbst Seite an Seite mit einem Nordic Walking Weltmeister trainieren darf. Denn auch Max Jurkovic hat sich bereit erklärt, eine Nordic Walking Gruppe zu begleiten. Das soll jeden Freude machen, dafür sind wir da, ne? Jeder soll Spaß haben. Das ist, ich sage mal, die Hauptsache, dass man sich in der Natur bewegt, dass man unterwegs ist, dass man was tut, dass man für den Körper was tut. Darum sind wir da und das soll man machen. Und da, glaube ich, ist das Tempo überhaupt bei der Reizveranstaltung, spielt da, glaube ich, keine Rolle. Ich habe genauso angefangen, ich bin auch mit meinen Freunden, sage ich mal, sind wir im Wald spazieren, ich sage jetzt einmal spazieren gegangen und sind wir gewalkt, ne? Und daraus ist das Wettkampf-Walking geworden, ne? Also das ist für mich Freude an der Natur und ich gehe genauso mit meiner Frau, mit meinen Freunden genauso ganz normal walken wie immer. Und das, was ich mache, das Nordic Walking, das ist dann halt ein Spezialtraining und das mache ich dann auch da. Der wohl größte Partner des Lipizzaner Heimatlaufes aber sind die Stadtwerke Köflach. Eine Kooperation, deren Hintergrund nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, aber einleuchtet. Es geht der Stadtwerke Köflach beim Produkt Ökostrom, Ökostyria um Nachhaltigkeit, um die Regionalität. Einfach dem Kunden, den Läufer zu vermitteln, dass es ein super Produkt ist, CO2-frei aus der Steiermark. Da ist nämlich nicht fern, dass wir eben mit dem Lipizzaner Heimatlauf eine Vereinbarung geschlossen haben, dass wir in dem Sinn mit den Ökostyriern, Gesund- und Vitalpartnern jetzt die Lipizzaner Heimatlauftreffs organisieren. Diese bestehen aus aktiven Teilen und Seminaren und dieses Programm dauert 8 Wochen. Somit kann man sich optimal auf den Lipizzaner Heimatlauf vorbereiten.
Und in dieser Vorbereitungsphase erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lauftreffs übrigens nicht nur körperliche Ertüchtigung. Wir haben natürlich mit unseren Partnern zum Beispiel die Molkerei Dax oder Turmcafé Köflach mit Jechert Alpenbrot aus Edelschrott Vereinbarungen, in denen wir Schmankerl-Tours veranstalten. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir am 4. Mai eben diesen Schmankerl-Nightwalk zu der Molkerei Dax haben, wo es mit Fingerfood-Verköstigung gibt. Und es wird sicher ein richtiger Spaß und damit wird auch für Regionalität und Nachhaltigkeit geworben. Ab sofort finden jeden Sonntag Lauf- und Walking-Treffs statt. Treffpunkt ist immer um 9.30 Uhr vor der Therme Nova. Und das Team des Lipizzaner Heimatlaufes freut sich schon jetzt auf Ihre Teilnahme.